Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3. Okay, wieso habe ich hier Pulver im Inventar und keine Heilung? Aber okay, da war gerade ein Mann. Oder war grüne Pflanzen waren da? Die nehmen wir uns mit. Das lassen wir uns nicht entgehen, den Spaß hier. Ja, ja, Resident Evil 3, wir sind voll im Geschehen gerade und ich möchte nicht lügen, ich weiß, wer der Mann ist, ihr wisst es wahrscheinlich auch. Wir wollen aber nicht weiter spoilern, setzen Sie hier Ihre Weisheit ein, da ist ein Hohlraum, in den etwas hineinpasst. Kleiner Tipp, Jill, dein Hirn nicht, das hockt schon in einem anderen Hohlraum. So, hier sprühen fleißig Funken, wie es sich gehört, für eine kaputte Stadt. Wir müssen unser Wissen auf die Zukunft richten. Denn sie wird uns immer unser großes Ziel zeigen. Bürgermeister von Raccoon City, Michael Warren. Ich möchte aber erstmal noch kurz in die andere Richtung gehen. Weil hier ging es ja auch lang. Oh, okay, da können wir in so einen Laden rein. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Okay, ich höre Zombies. Ach, soll ich den erschießen? Ja, doch, wir schießen mal besser. Ja, der ist mit einem wunderschönen Schrei zu Boden gegangen und ist aber noch nicht tot. Okay, wir gehen mal ein paar kleinere Schritte zurück und ballern uns so ein bisschen. Oh Mann, das war ja eine echt dumme Idee irgendwie. Boah, wie viele sind das? Zombie-Apokalypse! Nein, komm, 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 Jill! Komm, 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 komm. Oh, ich verballer hier so viel. Das ist ja schon. Oh shit, der war daneben. Gleich lädt sie wieder nach, die gute. Nee, doch nicht. Hätte ich den noch niederstrecken können. Ist aber nicht so schlimm. Komm, schneller. Schneller. Komm schon, Jill. Mach uns stolz auf dich. Sehr gut. Konnte man hier nicht auch in irgendeine Seitenwinkel, irgendwas, Gasse? Nee. Okay, ist ein Stuhl. Vielleicht können wir uns hier hinsetzen. Uns wird freundlichst ein Stuhl angeboten. Auf dem wir aber diese Zeitschriften oder was das sein soll, nicht nehmen können. Ich guck mal ganz kurz auf unsere Karte. Ah, okay. Wir sind in dem Gang vorm Restaurant. Und in diesem Gang, in dem wir gleich sind, in dem wir gerade sind, müsst ihr jetzt gleich auf der rechten Seite, ihr seht das auch, ein Safe-Raum kommen. Okay. Das gefällt uns doch, wenn hier ein Safe-Raum ist. Und dann wissen wir auch gleich, wenn wir jetzt irgendwelche Utensilien benötigen, wo wir sie holen müssen. Jawohl. Und das sieht aus wie irgendwas. Das Blaue hier? Eine alte Schreibmaschine. Ich könnte meine vor... Blablabla, Farbband haben wir nicht. Alles klar. Hier ist eine Kurbel. Kurbel, 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 Kurbel. Eine rostige Kurbel. Die wird schön quietschen. Damit werden sie alle Zombies anlocken. Wir prüfen das mal. Es gab ja... Ah, eine Sechskantkurbel. Okay, mit stark verrostetem Griff. Ah, ich glaube, ich erinnere mich, was wir damit machen müssen. Möchten Sie das nehmen? Schrotpatronen. Ja, Schrotpatronen. Liegt da nicht auch so eine Batterie oder sowas? Das sieht nur so aus. Okay. Nein, nicht... Ach. Nicht aus dem Raum raus, Jill. Schön wieder rein in den Raum. Wir sind noch nicht fertig. Mensch, gerade mal 4 Minuten gespielt und schon schreibt die mich in den Wahnsinn. Nein, Quatsch. So. Schauen wir doch mal. Wir packen die Schrotpatronen. Haben wir noch andere Schrotpatronen? Jawohl, einen Schuss haben wir noch, wusste ich doch. Wusste ich doch ganz genau. Das Pulver packen wir auch weg. Aber wir haben noch anderes rotes Pulver. Was haben wir denn noch hier rumzuliegen? Naja, sehr berauschend ist es nicht, das gebe ich mal zu. Wir packen das mal weg, wir packen das weg, wir packen das weg. So. Ja, und damit müssen wir jetzt leben, glaube ich. Oder mische ich die beiden Pulver noch zusammen? So viel Schuss haben wir nicht. Ach Quatsch. Zur Not laufen wir eben weg. Ist immer so dann die kleine Mädchenstrategie. Ha, ich lauf weg! Funktioniert nur leider nicht, wenn 5 Zombies vor dir im Gang stehen und 3 hinter dir, ne? Könnte schwierig werden. Was ist denn hier drinne?
Auch eine Tür. Wahrscheinlich ist das irgendein Gebäude. Ich habe jetzt nicht mehr auf der Karte das gemerkt. Ah, okay. Geradezu sehen wir, die Tür ist verschlossen, aber wir können in den Zeitungsverlag gehen. Im Elektro waren wir noch nicht, im Restaurant waren wir noch nicht. Ins Restaurant hätten wir aber gehen können, um den Typen zu verfolgen. Okay, dann gehen wir doch mal. Mich beschleicht nämlich eine ganz üble Ahnung gerade. Wir gehen doch mal ins Restaurant. Ja, das machen wir. Hau, ich habe mich dazu entschieden und ich bleibe dabei. Bumba-di-bum-ba-di-bum-ba-di-bum. Da können wir doch auch hier hinten lang, oder? Ah, hier liegt irgendwas. Nichts Außergewöhnliches. Okay. Für Jill sind Schläuche und Kartons und eine Mülltonne nichts Außergewöhnliches. So sieht ihre Wohnung nämlich auch aus. Höchstwahrscheinlich. Man weiß es nicht, aber es wird gemunkelt. Okay, ach, das ist die Hintertür, war? Das ist nur ein einfaches Schloss. Nein! Dietrich holen! Einfaches Schloss kann Jill, the Master of Unlocking oder Lockpick oder wie auch immer. Oh, herrliche Dialoge im ersten Teil. Liegt hier irgendwas? Sieht aus, als ob da was liegt, oder? Wie so eine Waffe oder so. Nee, ist nix. Ist nur meine Einbildung. So, dann holen wir uns doch mal schnell den stinknormalen Dietrich. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht noch irgendwas. Ich frage mich ganz ehrlich, wann wir und wo wir die Bazooka bekommen oder ob ich die schon verpasst habe. Weil ich bin gerade etwas ahnungslos. Wie gesagt, der dritte Teil ist überhaupt nicht mein Gebiet. Da kenne ich mich so gut wie gar nicht mit aus. Ach, was ja eigentlich eine Schande ist. Aber was soll's. Ah, vor allen Dingen, wir haben dann als nächstes steht ja dann, wenn wir in der Chronologie weitergehen, steht ja als nächstes der vierte Teil auf dem Plan, wo wir dann mit Leon, die im spanischen Dorf da die Zombies verdreschen. Darauf freue ich mich dann tatsächlich schon ein bisschen. Obwohl ich fast schon der Meinung bin, das wird eh nicht so viel, beziehungsweise es wird eh keiner gucken. Da das so abgelutscht ist schon wieder, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Aber ich habe ja gesagt, ich spiele die Trilogie, nicht die Trilogie. Ich spiele die ganze Reihe und deshalb gehört es natürlich mit dazu. Obwohl der vierte Teil ja von seiner Art her stabil aussehende Abdeckung. Da ist ein Loch, in das man etwas einhaken kann. Hö, deinen Arm einhaken und dann schön schlängen kann. Es muss nur so Hansi-Hinterseher kommen und dann haken wir uns alle ein an der Tür und schunkeln. Oh Gott. Ach What's so. that? Ah, da siehst du Calm down, Carlos. lady. I'm no zombie. Na, da siehst du My name's Carlos. Carlos, Corporal of Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. What's your name? Jill, did you just say you belong to Umbrella's army? Yeah, we came all the way out here to save you civilians. But the mission went bad the minute we landed. Ja, sie ist ja auch voll die Zivilistin mit einer Knarre in der Hand. Wow! How did he find me? Oh, und wieder eine Entscheidung. In den Keller laufen, im Restaurant verstecken. Als ich jetzt das allererste Mal gespielt habe, habe ich die dümmste Entscheidung getroffen, denn ich bin in den Keller gelaufen. Nein, das machen wir nicht. Wir verstecken uns im Restaurant. Mit Carlos! Was hat's denn da jetzt in der Hand gehabt? Ist das ein Molotow-Cocktail gewesen oder was sollte das sein? Are you crazy? You could Ja. have barbecued both of us. Jill ist halt cool. Carlos, merkt ihr das? Jill ist ein Vollblut-Vibe. Brief des Bürgermeisters. Stadtinformation auf den Spuren unserer Stadt. Liebe Bürgerinnen und Bürger. Dank der freundlichen und großzügigen Leitung der Umbrella Inc. ist unsere Stadt friedlich und angenehm. Die enormen Zuwendungen seitens Umbrella Inc. wurden für soziale Zwecke und für gemeinnützige Einrichtungen verwendet und um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. 1992 war ich das fünfte Jahr Bürgermeister unserer schönen Stadt. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Stadt dank vieler Spenden und harter Arbeit das Kommunalgebäude wieder aufbauen und ein supermodernes Krankenhaus errichten. Als Dank für diese herausragenden Errungenschaften wurden mir zu Ehren im selben Jahr ein großartiges Denkmal errichtet. Diese Statue befindet sich im Kommunalgebäude.
Vor mehr als 35 Jahren kam ich als Ingenieur in diese Stadt. Ich arbeitete am elektrischen System und beim Bau der Stadtbahn mit. Ich gebe mein Wort darauf, dass ich die Tradition dieser wunderbaren Stadt bewahren und mein Leben ihrem Wohlstand widmen werde. Dies alles gilt jedoch nicht mehr, sollte mal eine Zombie-Apokalypse ausbrechen, was aber relativ unwahrscheinlich ist. Der Bürgermeister der Stadt, Michael Warren. Yay. Da können wir alle beruhigt sein. Telefonzelle! Carlos, gib mir deine Telefonnummer, damit wir können uns an... Nein! Nemesis Mäuschen? Oh, hier liegen, hier liegt noch Pulver. Nimm dir das Pulver. Nimm Pulver. Gute Pulver. Nimmst du Pulver? Gute Pulver. Carlos, lauf nicht so blöde. Komm mit. Genau, Carlos. Du schießt, während ich abhaue. Oh, das war Teamwork. Ist der jetzt umgefallen? Ach, Carlos kommt mit. Wie schön. I need to ask you something. Ja, Carlos. Why did Umbrella send your team here? Ja. Our mission is to rescue the civilians. How kind of you. Considering Umbrella caused all this in the first place, those liars. Look, we're just mercenaries, hired hands. If Stars. No time for talking. If you can believe me, then join us. Think about it. Ich renn weg, da kommt ein Monster. Eigentlich wollte ich jetzt mal in den Keller gehen von dem Restaurant. Das gefällt mir aber nicht, dass der Nemesis da jetzt drin hockt und dass Carlos jetzt wegrennt. Oder hat Carlos ihn jetzt niedergestreckt? Wir gucken einfach mal. Denn ich bin das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, spontan Entscheidung, ich bin in den Keller gegangen. Okay. Was eine ziemlich dumme Idee im Grunde ist, denn wenn wir in den Keller gehen, dann haut Nemesis da irgendein Rohr durch und der Keller füllt sich mit Wasser. Und dann können wir, das Fazit davon, den Keller nicht mehr betreten. Leider. Weil der ja vollläuft mit Wasser. Und ich glaube, da ist aber irgendwas. Ja, Nemesis, Schatzi, das ist ja gut. Wir laufen jetzt erstmal, würde ich sagen, zum Safe-Raum. Atmen tief durch, schauen auf die Karte. Und gucken dann mal, dass wir hier oben dann lang gehen. Genau, ich war ja schon mal einmal oben. Ja, ach. Das passt schon. So, schauen wir doch mal. Nee, Moment, die will ich nicht wegpacken. Aber ich wollte schon mir Munition machen, ne? Machen wir uns mal nochmal richtig fett Munition. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, und jetzt sind die richtig fette. So. Dazu brauchen wir jetzt natürlich noch unser Nachfüllgerät. Ganz klar. So. Das kombinieren wir ganz gekonnt und kriegen 55 Schuss. Jawohl. Damit sind wir doch jetzt einmal wieder gut ausgerüstet. Aber ich habe langsam echt ein bisschen Angst. Am liebsten würde ich die Schrotflinte mitnehmen. Und ein paar Leute einfach mal so wegschießen. Ha, oder ihn, na, wenn wir die Magnum von Anfang an gehabt hätten, dann wäre das alles schön. Dann hätte ich Nemesis einfach ein paar Mal umgeschossen und dann wäre gut. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir die Kurbel brauchen. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt hin müssen. Wir schauen mal. Also ich kann ja ein bisschen spoilern. Also ich glaube, die Kurbel benötigen wir an der Tankstelle. Da können wir jetzt aber anscheinend gar nicht so richtig hin. Weil dieser Bereich ist ja irgendwie dunkel unterlegt, während das, in dem wir uns befinden, hell ist. Ich glaube, wir müssen in den Zeitungsverlag. Weil hier können wir nicht rein. Obwohl ich glaube, dass Jill das vielleicht mit dem Dietrich die Tür hier öffnen kann. Nein, ich weiß es. Ich glaube, wir brauchen den blauen Stein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir brauchen den blauen Stein. So. Rennen wir mal weiter. Ach, meine Güte, diese ganze Spannung hier in Raccoon City. Aber ich finde es eigentlich schön, dass man mal in einem Spiel tatsächlich auch mal in der Stadt direkt... Oh nee, das ist die Nemesis-Musik. Das ist die Nemesis-Musik. Ah ja.
Eine Uhr, die nicht mehr geht. Auf dem Zifferblatt fehlen zwei Steine. Zwei Steine, okay. Okay, gleich haut er uns eh. Da benutzen wir doch eh nochmal kurz den blauen Stein. So, zack. Da fehlt noch eine Uhr. Anscheinend reicht das nicht aus, um das Gerät in Gang zu bringen. Ha, habt ihr gesehen, wie ich weggerannt bin? Das war doch mal goldig. Nein, 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 nein. Nein, Nemesis. Schatzi Mäuschen, wir können doch reden. Oh. Boah. Oh, ich überlege gerade, ob der uns hier rein folgen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wir sehen, hier ist eine merkwürdig hell unterlegte Trittleiter, die wir sicherlich benutzen müssen. Auf dem Tresen steht ein Erste-Hilfe-Spray. Oh Gott, und ich habe keinen Platz mehr. Ist ja unfassbar. Ja, müssen wir ja nehmen, ne? Vielleicht kommt ja noch eine unliebsame Überraschung, sodass wir das benutzen können. Oh, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken, was wir hier eigentlich machen müssen. Moment. Foto B. Ja, eine Nahaufnahme von einem Zombie. Hübsch. Ganz bezaubernd. Auf der Rückseite steht Knaller. Ja klar, von so einem Reporter, ne? Sie haben jetzt genommen Foto B. Foto A haben wir ja schon gefunden. Hier hängen irgendwelche Fratzen. Und wir haben Nemesis. Dort ist ein Schalter für den feuerfesten Rollladen. Der Strom ist nicht angeschlossen. Er wird sich nicht öffnen lassen. Ah, vielleicht brauchen wir jetzt doch das Stromkabel. Dann wäre ich natürlich sehr glücklich, weil wir das dann abweg haben. Wir müssen offensichtlich diese Leiter da hinschieben. Und das ist das Gute an den früheren Resident Evil Teilen. Die Rätsel sind noch relativ, naja, sinnvoll. Beziehungsweise nachvollziehbar. Die Schaltertafel hat keinen Strom. Möchten Sie den Strom anschalten? Natürlich möchte ich den Strom anschalten. So, dann zücken wir mal unsere Waffe und hoffen einfach das Beste. Obwohl man das hier eigentlich nicht hoffen darf. Ja, das war so klar. Feuer! Kann ich hier vorbei? Ja, tatsächlich. Hier können wir vorbei. Oh, ich habe eine ganz fiese... Wow! Oh, 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 oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine ganz fiese Erinnerung hier an die Stelle. Wow! Wow, 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 wow. Okay. Okay, alles cool. Alles cool. Puh. Okay. Ah, that's great. Durch das Fenster kann man einen schmalen Pfad sehen. Und durch die Tür hier können wir Zombies hören. Und hier ist der andere Stein. Okay, der grüne Stein. Ja, hier ist ein Zombie. Den strecken wir doch mal eiskalt nieder. Ist das der Bürgermeister? Obwohl es ja eigentlich nicht geht. In Resident Evil 2 treffen wir ja den Bürgermeister der Stadt. Was ist denn hier? Notiz des Reporters. Oh Gott. Endlich habe ich den Beweis gefunden, den ich brauche, um glaubhaft zu machen, dass die Kannibalenkrankheit wirklich in unserer Stadt grassiert. Ein Mann hat Menschen gefressen. Er benahm sich wie ein wildes Tier und riss immer neues Fleisch ab. Es war absolut widerwärtig. Ich hörte Gerüchte, dass jetzt viele Leute daran leiden. Die Ursache für diese Krankheit ist jedoch noch nicht bekannt. Gibt uns die jetzige Krankheit weitere Rätsel auf? Ich muss das überprüfen. Sie haben Raccoon City wegen der Kannibalenkrankheit unter Kriegsrecht gestellt. Den Kontakt zu Medien außerhalb der Stadt habe ich verloren. Doch aufgeben werde ich nicht. Als Journalist verschließe ich nicht meine Augen und verschwinde. Ich bin sowohl den Menschen als auch meinem Beruf verpflichtet. Ich glaube nicht, dass sich die Krankheit schon im ganzen Land ausgebreitet hat. Diese Stadt ist der Schlüssel für ihr Entstehen und für ihre Heilung. Davon bin ich fest überzeugt. Das Militär hat rings um die Stadt Barrikaden errichtet, damit die Leute nicht fliehen und die Krankheit verbreiten. Die meisten Bürger sind entweder tot oder bereits infiziert. Ich weiß, dass es richtig ist, eine Quarantäne über die Stadt zu verhängen, aber ich bemitleide mich trotzdem. Ob ich infiziert oder gefressen werde, ist egal. Mein Schicksal ist bereits besiegelt. Alles, was mir bleibt, ist die Presse. Ich werde nicht aufgeben, bis das Rätsel um diese tödliche Krankheit gelöst ist. Ich habe gerade entdeckt, dass sie nicht durch die Luft übertragen wird, aber auf verschiedene andere Arten. So, Notiz des Reporters. Wie schön. Unser lieber Reporter, da hat er ja noch was rausgefunden, bevor er abgekratzt ist. Foto C. Die Polizei wurde vernichtet. Und der Reporter hat das professionell aufgenommen. So, schauen wir mal, was wir hier an der Seite noch finden. Aber ihr habt gesehen, wir können jetzt das Tor öffnen, da wir den letzten Stein haben. Okay, hier können wir anscheinend nichts tun. Wow!
Wow, wow, au! Nein, 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 lass uns los! Lass uns los, Nemesis, lass uns los! Schnucki, Putzi, wir mögen dich doch, wir lieben dich, seit wir damals mit dir gekämpft haben. Hätte ich in den anderen Raum jetzt reingemusst? Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte in den anderen Raum reingekonnt. Wir gehen mal hier durch die Tür, die da aufgesprungen ist. Okay, geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Oh, scheiße, ey. Können wir hier bitte raus? Danke. Ich muss mal ganz kurz... Ich glaube, der folgt uns jetzt wieder. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Können wir hier hinten? Nein. Die Tür ist zu. Ah, vielleicht ist es wieder nur so ein einfaches Schloss. Ah, ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Wenn die Kameraeinstellung sich ändert, kommt der, glaube ich, aus der Türe raus. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Na, wie schön. Okay, nimm so, es gibt uns einen Vorsprung. Oh, da sind ja Leichen. Cool. Nein. So. Dann gehen wir doch mal an den Tisch hier ran. Mal rangerutscht auf einen Meter. Und dann gucken wir mal. Plupp. Und die Tür ist offen. Yay. Schön. Raccoon City Hall. Wir können in die Stadtmitte. Aber bevor wir das tun, beende ich hier die Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.